Und einen wunderschönen guten Tag, guten Nachmittag bei uns auf dem Kanal bei Mika Caravan. Ich möchte euch heute kein Technikvideo, aber eine kleine Roomtour bzw. eine Fahrzeugvorstellung präsentieren, weil wir haben hier ein kleines Fahrzeug, ein kleines ist gut gesagt, ein schönes Fahrzeug von einem Kunden bekommen, was wir in seinem Auftrag verkaufen dürfen und sollen. Und das möchte ich euch in einer kleinen Roomtour einfach kurz zeigen. Kleine Roomtour deswegen, ich bin nicht so der Roomtouren-Spezialist, aber der Camper Tobi hat mit mir zusammen auf seinem Kanal ein ganz tolles Video heute gemacht, eine ganz tolle Roomtour. Und das schauen wir uns auf alle Fälle an. Das verlinke ich euch hier oder hier. Und ich zeige euch jetzt kurz meine Roomtour diesbezüglich, weil ja, das Auto ist einfach toll. Also da musste ich euch nur ein bisschen was zeigen, auch auf meinem Kanal. Und auch die technischen Features bei dem Auto, wie BirthView, 360-Grad-Kamera, eine Oyster-Sattschüssel, 80 cm, ein riesen Alphatronics Smart TV, Titronic Alarmanlage mit Komplettausstattung, jede Tür, jedes Ding ist hier gesichert, ist alles inkludiert, wie eine Truma Avenda Komfort, Klimaanlage sowie Truma Control, also heißt mit Crash-Sensor und umschaltbar mit Gasfiltern, so wie sie das sauber gehört, ist verbaut. Also das Fahrzeug hat schon echt eine tolle Ausstattung, wie in der Heckgarage, seht ihr dann gleich, Regal und Fahrradträger und. Alles dabei und ich glaube, das Auto ist jeden Cent wert. Neupreis lagen wir hier bei über 135.000 Euro. Jetzt ist er zu haben für 117.000 Euro. Schaut euch das Auto mal an. Wenn ihr Interesse habt, mich kontaktieren, hier bei uns anrufen. Hier bei uns in Dinkelsbühl steht das Auto, kann auch live besichtigt werden. Auch bei mobile.de ist es inseriert, auch da kann es besichtigt werden. Und jetzt starten wir mal los. So, hier haben wir einen oder den wunderschönen Hümer auf Mercedes Sprinter Basis. Und den möchte ich euch jetzt einfach nur mal ganz kurz zeigen. Wir gehen jetzt einmal außen rum, damit ihr so einen Gesamteindruck kriegt. Warum zeige ich euch das Auto? Weil das ein Fahrzeug ist, der zum Verkauf steht bei uns, bei Mika Caravan. Hümer B680, den könnt ihr hier bei uns angucken. Der steht ab sofort zur Verfügung, also der ist auch relativ schnell zu haben. Das ist ein fast Neufahrzeug, der ist jetzt Mitte 20, hat er seine Erstzulassung gehabt. Warum wird er verkauft? Die Herrschaften, wo das Fahrzeug haben, bei denen hat sich einfach so ein bisschen was verändert im Leben und möchten jetzt einfach sich umorientieren. Hat überhaupt nichts mit dem Fahrzeug als solches zu tun. Und ich muss auch sagen, es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Auto. Hümer, jetzt gehen wir mal rein. Machen wir mal eine kleine Roomtour. Ich mache jetzt nicht so viel, weil wir haben auf dem Camper Tobi seinen Kanal, den kennt ihr alle, ich verlinke das Video auch, heute schon ein ausgiebiges Video rausgelassen, eine ausgiebige Roomtour. Und ich möchte euch hier einfach nur nochmal auch über meinen Kanal das Ganze anteasern oder verlinken. Schaut euch beim Tobi die genauere Beschreibung an. Ganz tolles Video.
Zu den technischen Daten möchte ich euch nur sagen, das Fahrzeug hat alle möglichen Raffinessen, wie zum Beispiel Titronic Komplett-Alarmanlage mit auch einer BirdView 360-Grad-Kamera. Wir haben hier schon das nagelneue Cockpit von Mercedes. Also das Fahrzeug fährt sich traumhaft schön, also richtig toll. Wir haben die speziellen Hümer-Sitze, das ist Aufpreis der Sitz mit entsprechenden verstellbaren Armlehnen, sehr, sehr bequem. Er hat einen Wechselrichter verbaut, er hat von der Firma Dometic, er hat einen Schaut-Ladebooster verbaut, er hat 3x 95 Amperestunden Gel-Batterien, also da ist er richtig aufgesattelt, da kommt richtig Energie rum. Er hat auch, und das gefällt mir unwahrscheinlich gut, die alte Heizung mit Wärmetauscher, auch das ist ein Riesending, ganz tolle Sache. Hier haben wir natürlich das ganz normale Hümer-Control-Pedal. Dann hat er hier, ihr seht's, einen wirklich sehr kleinen Fernseher. Nein, war Spaß, also einen richtig großen Fernseher von der Firma Alphatronics. Also richtig geiles Gerät. In Kombination mit einer Oyster-Sattschüssel. Da haben wir hier oben die Steuerung, wie man hier oben auch den Wechselrichter ein- und ausschalten. Die ganzen Beschreibungen liegen da. Das ist auch eine tolle Geschichte. Dann haben wir hier ein Hubbett zu dem normalen Festbett in der Hecksitzgruppe. Auch das ist schön stylisch gemacht. Hier hat man auch noch einmal eine Kleinigkeit verändert. Hier hat man den Standardlattenrost raus und hat hier diese Tellereien, die vom Liegekomfort natürlich wesentlich, wesentlich angenehmer sind. Also auch eine richtig tolle Sache. Hinten im Heck auch Lautsprecher hier in den Schränken. Dann haben wir ein sehr, sehr großzügiges Badezimmer mit Tür, wo man natürlich abtrennen kann. Dann haben wir hier ein sehr, sehr schönes Badezimmer. Halt, andersrum muss ich es machen, dass ihr das seht. Also richtig elegant, schön, geräumig, mit viel Stauraum. Überall auch große 40-40 Dachhegis. Genauso hier haben wir eine Klimaanlage, die Avenda Komfort. Dann haben wir auch in der Dusche ein 40-40 Dachhege. Auch die Dusche ist sehr, sehr geräumig und riesengroß, damit man da schön Platz hat. Also alles in allem ein echt sehr komfortables Auto. Sehr schönen großen Kühlschrank haben wir hier auch. Passt auch richtig was rein mit Gefrierfach. Oh, tolle Sache. Genau. Dann, was ich auch schon beim Tobi im Video gesagt habe, was mich unheimlich anmacht, ist das große Hegi, weil das so ein bisschen den Panoramacharakter hat hier über der Dinette. Dann haben wir hier noch einen absenkbaren Tisch. Also wir können selbst hier in der Dinette noch umbauen zum Bett, zum Notbett, wenn Hubbett und hinten nicht reicht. Wir haben 5 zugelassene, eingetragene Mitfahrgelegenheiten. Also auch das ist eine tolle Sache. Also alles in allem, das Auto ist einfach echt ein richtiger Hingucker, ein richtiger Brummer, technisch in einem astreinen Zustand. Er wird auch von uns in der Technik nochmal komplett überprüft, damit auch wirklich alles passt. 3-Flammen-Koch hält. Was mir hier zum Beispiel auch gefällt, ist, dass die Bedienung vom Herd hier ist, außen liegend, dass das nicht immer so versifft. Viel schöner von der Bedienung her. Hier auch mit Glas abgetrennt, damit man hier das Holz nicht so verspritzt. Häken schon eingelassen. Also er hat schon ganz, ganz viele Features, wo wirklich angenehm sind im Nutzen. Also das macht richtig Spaß. Das ist schon richtig klasse. Viel Stauraum auch hier in den Schränken. Da sind jetzt noch die Zusatzmatratzen drin. Natürlich alles auch beleuchtet. Hier sehen wir überall die Lichter, Kleiderstangen drin. Das ist natürlich auch noch von oben zu bedienen. Auf der Seite genauso. Zum Legen auch wieder hier mit Beleuchtung natürlich. Und was wir auch noch haben, ist hier eine Trittleiter zum Ausklappen, wenn man ins Bett hochgeht. Auch das gibt's.
Also schon ein richtig, richtig rundes, schönes Konzept. Auch hier nochmal große Hängeschränke links und rechts. Hier nochmal mit einem schönen großen Hege. Also wirklich überall auch Alarmpunkte, richtig alarmgesichert. Auch das ist überall dran. Also man muss schon sagen, es ist einfach durch und durch ein sehr schönes Fahrzeug, durchdacht. Und ich meine, Mercedes ist ja sowieso ein sehr geiles Teil. Also mir persönlich gefällt es schon sehr gut. Garderobe hier auf der Seite, wo man die Jacken hinhängen kann. Zu dem Fernseher möchte ich auch noch sagen, ist ein Smart-Fernseher. Hier haben wir auch noch die Tastaturen dabei. Klimaanlagen, Fernbedienung ist da noch drin. Also ja, klar, Fliegengitter, Aufbautüre ist auch alarmgesichert. Was? Gasalarm ist auch noch drin. Unzählige Steckdosen, USB-Steckdosen sind verbaut. Was fehlt noch? Was kann ich euch noch mitteilen? Also hinten in der Heckgarage haben wir ein großes Regalsystem verbaut und auch einen Fahrradträger in der Heckgarage. Und genauso kriegen wir aber auch noch hinten aufs Heck einen Fahrradträger drauf, der auch dabei ist. Also auch das ist richtig klasse. Das zeige ich euch jetzt einmal, da nehme ich euch einmal mit raus. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Das sperren wir hier mal kurz auf. Voilà. Also ihr seht schon, hier das ganze Regalsystem, was hier verbaut ist. Schön stabil, wo man sich gut organisieren kann mit Euroboxen. Ganz tolle Sache. Dann haben wir hier hinten die Querstange für die zwei Vorderräder, wo man hier die Fahrräder reinschieben kann. Hier haben wir die Längsstange, wo man dann die Träger am Rahmen, sprich am Sattel festmachen kann, damit hier die Fahrräder sauber halten. Hier hinten passt Tisch und Stühle rein. Also alles durchweg durchdacht. Also das ist echt eine tolle Organisation hier drin. Und dem ist schon fast gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Also das muss ich wirklich sagen. Ganz tolle Geschichte. Ihr seht alles, wie das gepflegt ist. Hier ist nichts dreckig, hier ist nichts abgewohnt, hier ist nichts abgestoßen. Also das ist durch und durch echt klasse. Das Ganze sehen wir hier, fährt auf 4,430 Kilogramm, also 4,4 Tonnen ist er aufgelastet, hat richtig fett Zuladung, da passt richtig was rein. Aufbautür mit großem Glas dran, auch das ist immer wieder ein Thema, natürlich auch mit Verdunkelung, wo man dann dementsprechend zumachen kann. Auch das ist gewährleistet und ist hier dabei. Ich kann euch hier mal auch das Batterienfach zeigen. Voilà, da haben wir dann die drei Blocks drin hängen. Auf der anderen Seite haben wir die Elektrik drin hängen. Wir kommen hier hinten auch zum Abwasser- und Frischwassertank sauber hin, zum Reinigen. Also auch das ist wunderbar bei dem Fahrzeug. Also alles in allem echt toll gemacht, wunderschönes Auto. Und wenn wir jetzt einmal ganz kurz zum Preis kommen, der hat einen Neupreis von ca. 135.000 Euro gehabt und jetzt werden hier aufgerufen 117.000 Euro für ein Fahrzeug, wo gerade mal, jetzt schaue ich nochmal aktuell genau nach, wie viele Kilometer das er hat. Voilà. Mal schauen, ob wir das jetzt hier gleich sehen. Drittstufe ist ausgefahren, weiß ich. Okay, das funktioniert auch, ne? Da springt er gar nicht an. Das ist auch schon mal eine tolle Sache.
Okay, jetzt müssen wir mal schnell die Trittstufe reinfahren. Voilà. So, jetzt hier sehen wir bei der Gelegenheit gleich einmal die Kamera, die 360-Grad-Kamera. Oh, das ist eine echt geile Geschichte, also ich finde das richtig cool. Lenkradwippenschaltung haben wir auch, das sehen wir hier. Also das ist, glaube ich, serienmäßig, weiß ich gar nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, schauen wir mal, was er hier hat. So, jetzt haben wir und der Kilometerstand ist exakt 15.650 Kilometer. Und hier kann man dann einfach so ein bisschen durchscrollen. AdBlue Tank hat er auch, da sieht man unten die AdBlue Anzeige. Oh, das finde ich richtig geschmeidig, das vermisst man ja oft bei vielen Fahrzeugen. Und so kann man hier die ganze Tacho-Einheit angucken. Also das ist echt eine tolle Sache. Der momentane Verbrauch und hier haben wir wieder die Gesamtleistung entsprechend, was das Fahrzeug bis jetzt gefahren ist. Also es ist nahezu, ja, es ist neu, es ist ja gerade mal eingefahren, das Fahrzeug, muss man sagen. Also das ist schon echt geil, also muss ich wirklich sagen. Auch hier das ganze Entertainment-System, wo man hier alles Mögliche abrufen kann, das finde ich echt phänomenal. Das ist natürlich schon echt zeitgemäß hier bei Mercedes. Ja, und dieses Fahrzeug halt, eins möchte ich hier euch auch nochmal zeigen. Da haben wir nur Ablage zum Handyladen und so weiter. Aber hier kann man nochmal mit USB-Steckdosen und alles Mögliche, Lüftung, also echt eine tolle Sache. Mercedes hat ja wirklich an ganz viel gedacht. Hier oben nochmal Ablage, Getränkehalter, hier nochmal Getränkehalter. Also alles ist hier dabei und an alles ist gedacht. Also echt eine ganz tolle Sache. So, das war's hier mit der kleinen Roomtour für diesen Hümer. Wenn ihr Interesse habt, entweder noch einmal das Video, wo ich euch verlinke, beim Camper Tobi auf dem Kanal richtig angucken oder persönlich vorbeikommen, das Auto live anschauen. Auf mobile.de haben wir es auch noch eingestellt. Da ist es auch zu sehen mit verschiedenen Bildern. Und ja, ich bin hier echt guten Gewissens und ich glaube, dass der neue Besitzer dieses schönes Fahrzeuges eine Menge Spaß damit haben wird. Auf alle Fälle. Ja, das war die kleine Roomtour. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, für den einen oder anderen ist es ein interessantes Fahrzeug. Ich glaube, dass derjenige, der das Auto erwirbt, ganz viel Spaß damit haben wird. Auf Mercedes-Basis muss man nicht viel dazu sagen. Es ist einfach ein tolles Teil und schöner, voll integrierter, viel Platz, großzügig, technisch, super ausgestattet. Und wenn irgendwas fehlt, sind wir auch hier bei uns ja gut, Sache jetzt mal aufkommen. Da können wir dann ja das ein oder andere noch, wenn euch da noch was, wenn ihr da noch was wollt, dazu bauen. In dem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntagnachmittag und schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Fahrzeug gefällt. Würde mich persönlich auch interessieren. Und ja. Bleibt gesund, alles Gute und nächste Woche stopfen wir wieder voll mit Technik. Ganz liebe Grüße, ciao, ciao.